Hallo, da sind wir wieder. Wir waren in der letzten Folge auf der Spur eines, ich weiß nicht genau, Verräters, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall heißt der Curly irgendwie, Bob Curly, Curly Bob, was weiß ich. Ja, und den müssen wir verfolgen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon in der letzten Folge am Ende gesehen. Super, hier Auto schon kaputt machen. Und deshalb müssen wir das auch wieder wiederholen, weil ich zu nah an dem Auto war, weil Curly Verdacht geschöpft hat. Was für ein Sack, denke ich mir einfach mal nur. Wo ist der? Schreckometer, wo ist das jetzt? Oh. Ganz vorsichtig, so als würden wir ein Kondom über unsere Schwänze ziehen. Ganz vorsichtig. Und jetzt rasen, bam, bam, bam. Okay, rein da, ganz vorsichtig. Okay. Jetzt müssen wir ihn gleich fertig machen. Dauerhaft, dieser Feigling. Oh, die Frau, ich hasse sie. Pff, sie hat auch so eine Hackfresse. Genau, Mann. 12-Runden-Krieg. Tiddies. Okay, den machen wir fertig. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja! Kriegen wir noch Shotgun-Munition? Haben wir eigentlich hier Shotgun-Munition? Oh yeah. 5 haben wir dazu bekommen. Oh yeah. ja, das würde ich mal sagen. Bei einer Mission. Ach ja. Wollt ihr mal kurz zeigen? Hier. Das habe ich schon im Durchlauf gesehen. Habe ich einen Screenshot von gemacht. Seht ihr das, was für ein Arsch der hat? So ein richtig spitzen Arsch. Oh nein, oh yeah. Da kann man sich voll auf den Spieß draufsetzen. Ach, weiter möchte ich nicht ins Detail gehen. Waiting, wie wär's mit der Coloma? Bats hier. Scheißkarren. Na gut, der war eigentlich relativ gut. Das war ja mal klar. Diese Drecksender. MFX. Wie ihr jetzt schon in dem Let's Play gemerkt habt, ich mag Techno überhaupt nicht. Also Techno, damit könnte man mich jagen. Ist jetzt hier diese Mission, kann ich die jetzt machen? Yeah! Der Abkocher. The name is Jocks, Marty Jocks. I run the Bitchin' Dog Food Factory around the corner. Bitchin' Dog Food. I got a lot of troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's
Bam. Blood-sucking. Leech. Wo ist dem gesagt, Karre? Gib deinen Karre her und hol ich den Typ ab. Es gibt deinen Karre her, Mann. Ja. Rüsten wir uns mal hier lieber mit der Waffe aus. Wahrscheinlich waren wir ja vorhin auf Flashback. Fahren wir hier mal durch den Busch. Yeah. Gehen wir jetzt den Weg. Ey. What the hell? Tschüss. Was wollen die bitte schön? Ich war jetzt hier nur in... Ja, bitte wiederholen. Aber jetzt fahre ich ganz schnell. Das haben wir jetzt gerade schon gesehen. The name is John. Die haben immer lustige Namen, Mann. Wir sind in Trenton. Ich weiß gar nicht, wo das liegt in Amerika. Auf jeden Fall nicht in Liberty City, weil Liberty City ist eine futuristische Stadt in Grand Theft Auto. Was ich wesentlich cooler finde hier an dem Spiel als in Vice City, weil, ja, dass man hier nicht die Reifen zerschossen bekommt, wenn man irgendwo durchfährt, wo manche das nicht wollen, dass man da durchfährt. What? Da konnte man doch eigentlich immer gut rüber durchfahren. Scheiß Eggleman. Weg mit den Ärschen. Labs 106, oh yeah. Birthday, wow, watch along, say. Oder so, wie auch immer. Okay. Yeah, man! Habt ihr den Drift gesehen? Mag mal hier auf. Wow. Der sagt noch nicht mal Dankeschön, man. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht aus dem Auto aussteigen und erst einfach drin bleiben? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht werden wir auch mit zerquetscht. Hallo. Wow. Zum dritten Mal sollen wir jetzt die Mission machen. Das ist peinlich. Das ist absolut peinlich. Ja, die Mission. Boah, Mann, schon wieder so eine richtig scheißige Folge. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie die Mission dann auch zu Ende geht, weil ich mich dann auch. Wie soll man sowas sagen, nicht angenehm überraschen lassen werde, sondern versuch mal hier das hinzubekommen und ein bisschen Kohle zu verdienen. Also dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.